Jungs, Mädels, herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Bei mir ist es schon ein bisschen später, 10 Uhr oder so. Trotzdem gibt es jetzt ein Video und zwar über die Autotune-Einstellungen von San Diego. Ich habe ein bisschen recherchiert, KMN-Gang, wie auch immer, alles gleich nach dem Intro. Am Anfang zeige ich euch die Einstellungen für die ganzen Jungs, die hier nur zuschauen, damit sie sich die Einstellungen holen und dann sofort wieder abschalten. Trotzdem abonnieren, auch wenn die Watchtime nur eine Minute ist. Die Einstellungen schauen so aus. Und ich zeige euch dann, bevor ihr abschaltet, vielleicht interessiert es euch ja trotzdem, wie ich drauf gekommen bin und was ihr für Änderungen machen könnt, damit es bei euch vielleicht besser klingt. Sonst einfach übernehmen und abhauen. Yalla, ciao. Der Track Eloa von San Diego. Ich lasse mal den Beat laufen. Und obwohl ich nicht singen kann, ich habe auch hier eine kleine Bridge eingesungen, zeige ich später. Ganz kurz, wie bin ich drauf gekommen? Und zwar ist das jetzt hier Autotune EFX und nicht wie gewohnt Autotune Pro. Das liegt daran, dass ich im Lower Musikvideo diesen Screenshot hier gecaptured habe. Bei 57. Sekunde, ihr könnt selber nachschauen. Und hier seht ihr EFX 3. Und wenn man schaut, EFX 3 ist die Vorversion von EFX Plus. EFX Plus kostet derzeit 200 Euro. Ist auch günstiger als die Autotune Pro Variante. Manche Rapper finden die halt besser, weil sie schnellere Einstellungen hat. Ihr seht es hier schon, hier habt ihr nämlich Slow und Fast. Und hier hört dann Autotune Pro auch auf. Und hier gibt es nochmal EFX, das heißt, man kann das übersteuern. Diesen Retune Speed kann man übersteuern und der ist schneller als bei Autotune Pro. Dann war hier die Einstellung Trill beim Pattern und das hier ist eigentlich alles Standard, das verwendet der auch nicht, weil das hier sind Effekte, ich zeige euch das nämlich, wie das klingt. Achtung, die Hand bloß gelangen, nein, Mafia und Cops in meinem Fadenkreuz. Also dieses Auto-Motion verwendet niemand, ist wirklich nur, weil es halt auf dem Screenshot auch so war, deswegen habe ich das gemacht. Ansonsten die Einstellungen, hier kann man schon reinschauen, sieht man 50, also ich erkenne hier einen 5er zumindest. Und dann habe ich noch einen gecaptured bei 1.14 und hier sehe ich 14 bei Retune Speed. Einfache Rechnung, es ist nämlich genau der gleiche Track, weil auch der Key F Sharp Minor ist und das ist genau der von Eloa. Das bedeutet, das ist auch wirklich der Track, den sie hier im Video zeigen. Und das hier ist, was ist das nochmal, auf Normal. Und das habe ich dann halt so übersetzt, ich zeige euch das, so habe ich das übersetzt. Hier habe ich halt einfach die ganzen Inputs genommen, bei Normal habe ich einfach den Formanten weggedrückt. Also halt einfach nur Autotune an, dann den 14er, den 50er und ansonsten lasse ich jetzt einfach mal laufen. Ich kann wie gesagt nicht singen, ich habe es einfach nur eingesungen zu Demo-Zwecken. Achtung, die Hand bloß geladen, nein, Mafia und Cops in meinem Fadenkreuz. Wieso denkt ihr, ich bezahle euch? Bro, ich bezahle für die Sünden vor Adenau. Achtung, die Hand bloß geladen, nein, Mafia und Cops in meinem Fadenkreuz. Wieso denkt ihr, ich bezahle euch? Bro, ich bezahle für die Sünden vor Adenau. Also, ihr könnt mich nicht anschreiben von wegen, das stimmt nicht, das klingt bei mir nicht so wie bei San Diego, ist auch klar. Und zwar jetzt die Tipps. Warum klingt das bei San Diego so gut? Erstens, er kann singen, natürlich. Also, wenn man die Noten treffen kann, dann klingt das Autotune auch nicht künstlich, sondern wirklich als Unterstützung. Ist klar, man muss trotzdem singen können. Aus Scheiße wird nicht Gold, nur weil man Autotune draufklatscht. Helle Stimmen klingen mit Autotune auch gut. Also ich muss sagen, es klingt bei mir auch noch akzeptabel, dadurch, dass ich auch eine helle Stimme habe. Ich hau jetzt ein Video rein. Ihr könnt den Rapper feiern, könnt ihn nicht feiern, aber der Autotune klingt bei ihm einfach extrem sauber. Vielleicht, weil er auch nicht im Stimmbruch ist, aber trotzdem klingt bei ihm der Autotune sauber und so ist es bei San Diego auch. Er kann singen, er hat eine helle Stimme und da greift Autotune einfach sehr gut. Jetzt nochmal die Special-Sachen, was habe ich noch? Ich habe diese Effekt-Plugins nämlich auch noch geklaut, also wirklich alles einfach übernommen. Und das habe ich dann so übersetzt, es gibt jetzt eine neue Version von Renaissance, einfach hier den EQ drauf, dann den Air-Kompressor drauf und hinten nochmal Many Reverb einfach. Ich muss jetzt sagen, für meinen Geschmack würde ich das vielleicht noch ein bisschen höher drehen vielleicht, so weil ich treffe ja wirklich gar keine Note, das bedeutet ich würde das hier sogar auf 7, dann hören wir es uns nochmal an. Achtung, die Hand bloß geladen, nein, Mafia und Cops in meinem Fadenkreuz. Wieso denkt ihr, ich bezahle euch? Bro, ich bezahle für die Sünden vor Adenau. Achtung, die Hand bloß geladen, nein, Mafia und Cops in meinem Fadenkreuz. Wieso denkt ihr, ich bezahle euch? Bro, ich bezahle für die Sünden vor Adenau.
Das wär's schon mit dem Video. Wie gesagt, abonniert den Kanal, schreibt mir auf Instagram bei Fragen, Mixing, Anfragen, wie auch immer. Und wir sehen uns das nächste Mal.